Am zurückliegenden Wochenende fanden zahlreiche Weihnachtsmärkte, aber auch Nikolausfeste statt. Ein solches fand auch in Prezin statt. Dort gab es den Weihnachtsmann, Waffeln, Leckereien und natürlich auch Gesang und Vorführung von Tanzgruppen. Ein gelungenes Fest, wie wir finden. Wir waren jedenfalls mit der Kamera für Sie vor Ort. Überall im Salzlandkreis herrscht Vorfreude auf das christliche Weihnachtsfest. Es werden Geschenke verpackt, es wird getanzt und am liebsten werden Weihnachtslieder gesungen. Zu dieser besinnlichen Zeit darf natürlich eines nicht fehlen: der Weihnachtsmarkt oder ein Nikolausfest. Auch am vergangenen Samstag, den 6. Dezember ab 15 Uhr, gab es ein tolles Programm beim Preziner Nikolausfest. Die Augen der Kinder strahlten und die Eltern freuten sich auf das gemeinsame Beisammensein. Selbstverständlich war auch der Weihnachtsmann vor Ort. Die Kinder durften dann ihren Wunsch äußern und haben einen Schokoladenweihnachtsmann bekommen. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt. Frische, leckere Waffeln, Marshmallows und Glühwein. Ausschnitte des Nikolausfestes möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Als es dunkler wurde, war das Nikolausfest aber noch nicht vorbei, denn die Kinder haben mit einer Tanzaufführung für Unterhaltung gesorgt. Anschließend wurde es noch einmal richtig heiß, eine Feuerschau der Extraklasse. Alle Besucher waren sichtlich begeistert und freuen sich durch dieses gelungene Fest umso mehr auf Weihnachten. Doch nicht nur in Prezin wurde am vergangenen Wochenende die besinnliche Zeit gefeiert, sondern auch in Schönebeck am Elbtor auf den Höfen. Der Altstadt-Weihnachtsmarkt begann ab 16 Uhr und wurde mit Waffeln und Glühwein in gemütlicher Runde gefeiert. Auch für die Kleinen gab es gegen 18 Uhr eine Besonderheit, der Lampion-Umzug. So war also für jeden etwas dabei, damit die Weihnachtszeit bei jedem Besucher in schöner Erinnerung bleibt.